Hey, euer Doc ist wieder am Start. Und sehr viele fragen mich, ey Doc, wieso bist du denn überhaupt so ein Fan von Fertig-PCs? Es gibt einige Gründe. Der erste und der wichtigste Grund, meiner Meinung nach musst du immer am Ball bleiben. Die Welt der Technik entwickelt sich ständig und du musst immer schauen und immer vergleichen, testen, lesen, sehr viel Zeit investieren, um hier einfach zum Schluss keinen Fehler zu machen und natürlich die richtige Entscheidung zu treffen. Für mich persönlich ist es gar nicht so einfach. Mein Hauptfokus, das ist euer Doc, ist zum Beispiel Konsole. Konsolenzubehör von Controller bis hin zu Headsets. Auf der anderen Seite Consumer Electronic, also allgemeine Hardware, Smart Home, tägliches Zubehör, die du in deinem Leben von früh bis abends benötigst, schaue ich mir an. Und zwei Themengebiete, dazu gehört PC-Bau, Smartphone, sind eher Themen, wo ich in den letzten Jahren nicht intensiv Zeit reingesteckt habe. Ich habe mir Gaming-Laptops angeschaut und Fertig-PCs. Zudem führe ich ein Unternehmen und wir haben Mitarbeiter. Im Hintergrund baue ich mit einem Entwickler ein Game. Das frisst Zeit. Zusätzlich entwickeln wir im Hintergrund neue Hardware für den Gamer-Syndrom-Shop. Zusätzlich habe ich noch drei Kinder und eine Familie. Dann bleibt natürlich das Thema PC liegen. Also wenn ich heute einen PC zusammenbauen würde, würde ich das Ganze entweder mit einer Anleitung machen, lieben PC-YouTuber-Kollegen, mit euch, mit meiner Community, oder ich würde mich persönlich auf die Experten von N60 verlassen. Ihr wisst, die letzten drei Jahre war N60 ein treuer Begleiter in der Welt der Fertig-PCs gekommen, angeschlossen, alles installiert, fertig. Und das sogar erstaunlich gut. Meine N60-Rechner laufen seit drei Jahren wie am ersten Tag. Wir hatten keine Probleme. Mein N60-Streaming-PC, einer der besten Streaming-PCs, die ich jemals hatte, hat nie Probleme gemacht und ihr wart immer live dabei. Und auch mein Gaming-PC von N60 lief auch immer ohne Probleme und in den letzten drei Jahren habe ich persönlich für mich die Games, die immer auf den Markt gekommen sind, die Leistungssprünge, gar nicht wahrgenommen. Zwischendurch hatte ich auch natürlich andere Fertig-PCs, um einfach nicht betriebsblind zu werden und immer nur auf eine Marke zu schwören. Andere Hersteller machen auch verdammt gute Arbeit. Aber jetzt ist es Zeit, abzugraden. Die aktuellste Hardware und die neueste Serie von NZXT im Bereich Fertig-PCs. Und es wurde einer für mich zusammengebaut. Den schauen wir uns jetzt an. Nein! Ich habe gedacht, ich krieg den H7 und ich habe H9 bekommen. Nein! Dankeschön. Nein! Alter! Ich habe bis zum Schluss gedacht, es wird noch H7. Warum? Ich muss mal kurz vorne weg gehen, ja? H7 ist einer der Top-Cases von NZXT. Und als meine gebaut wurde, haben sie das System umgestellt und gesagt, hey, den geilsten kriegst du auch ab heute im H9-Design, ja? Also im Case. Und ich feiere das H9-Design extrem. Ich sag's euch, ich liebe das Ding, habe mich extrem verliebt, ne? Und es ist echt selten in den letzten Jahren geworden, dass ich mich so über Hardware freue. Okay, über das Case eher. Und es ist da drin. Dankeschön. Hey, macht mich glücklich. Was los? Weihnachten. Leute. H9 Elite Case. Okay, ich hole mal aus. Wir holen ihn jetzt raus. Aber N6, die hat eine neue Serie in drei Bereiche aufgeteilt. Wir haben einmal Player 1, Player 2 und Player 3. Und dann nochmal in diesen einzelnen Bereichen Premium-Variante. Was ist Player 1? Player 1 ist ideal für Einsteiger für den PC-Gaming-Bereich. Die Serie bietet eine perfekte Mischung aus Leistung und Spaß und ist die ideale Plattform für die, die in die PC-Welt eintauchen möchten. Wenn ihr aber mehr Leistung haben möchtet und nicht nur spielen möchtet, ist Player 2 die bessere Alternative. Die hat eine stabile Performance, eine schlanke Ästhetik. In diesem Stadium bereit für alles. Du kannst sehr viele Games spielen und als Content-Creator sogar auch damit arbeiten. Wenn du aber sagst, nein, ich will alles wegrasieren, dann gehst du den Weg, den auch ich gegangen bin. Für die, die immer das Beste vom Besten haben wollen, entscheiden sich wie ich hier für die Player 3 Variante. Ist nicht nur ein PC, sondern ein Kraftpaket. Und ich sag immer, du hast die nächsten Jahre einfach deine Ruhe. Das Ding kann Multitasking. Du kannst sehr viele Sachen zeitgleich damit machen, weil die Leistung ist da. Einiges an RGB und wir wissen ja, jede RGB-Lampe bietet uns gleich 100 FPS mehr. Und wenn du noch mehr möchtest, dann nimmst du die Prime-Variante. Die habe ich genommen. Die Prime-Variante ist nochmal ein Upgrade im Bereich Leistung und Grafik. Für alle anderen, ihr könnt auch auf die N60-Komponenten zugreifen und euch natürlich selbst einen zusammenbauen, falls ihr nicht in der Situation seid wie ich, sondern vielleicht gerne bastelt. Ich persönlich will sowas haben. Auspacken.
anschließen. Fertig, und jetzt packen wir endlich aus. Zubehör, falls du noch basteln möchtest. Ein Stromkabel. Langweilig. Ich durfte schon reinschauen, Alter. Ja. Oh. Ah, komm raus. Schaut mal hin. Unglaublich, oder? Hier die Belüftung auf der Seite. Wie ein Aquarium, ey. Schön weiß, schön im Dockweiß Design. Uff. Was ist drinnen? Ey, die Grafikkarte ist ja größer als mein Kopf. Junge. Ich zeige euch gleich die B-Rolls. Puh. Wollen wir mal anmachen? Wollt ihr mal sehen, wie er ausschaut, wenn er angeht? Ich will sehen. Okay. Junge. Shit! Das ist der schönste Gaming-PC, den ich jemals hatte. Die Grafikkarte spricht mit uns. Wie im Himmel. So schaut der Himmel aus. Wir haben hier die Kraken X63 RGB Wasserkühlung hier oben. Wow, so ein cleanes Design. Hinter dieser Wasserkühlung ist ein i9 Prozessor versteckt. Der i9 13900KF, 24 Kerne, 3 GHz. Und hier dieses Ding. GeForce RTX 4090 ist einer der höchsten Maßstäbe in der Welt der Grafikkarten. Das Kernstück ist die NVIDIA ADA Lovelace Architektur. Das ist sozusagen das Gehirn der Karte, das dafür sorgt, dass alles reibungslos und effizient läuft. Die 24 GB ist für Hardcore-Gamer und Profis im Kreativbereich besonders gut geeignet. Die Streaming-Multiprozessoren sorgen dafür, dass die Grafikkarte bis zu zweimal mehr leistungsfähig ist als die Vorgänger. Das heißt flüssigere Spiele und schnellere Reaktionszeiten für Grafikdesigner. Raytracing, Schattenlicht und Reflektionen, Games noch realistischer, und die RTX 4090 hat hierfür spezielle Einheiten, die diesen Bereich übernehmen und dadurch auch noch bis zu zweimal besser ist als die älteren Modelle. DLSS 3.0, Deep Learning Super Sampling, die neueste Version 3.0. Es handelt sich dabei um eine KI-gestützte Rendering-Technologie, die die Bildqualität in Videospielen verbessert, während sie gleichzeitig die Leistung erhöht. Anstatt die Spiele direkt in einer sehr hohen Auflösung zu rendern, was hohe Rechenleistung erfordert, DLSS rendert das Spiel in einer niedrigeren Auflösung und verwendet dann KI-Modelle, um das Bild auf eine höhere Auflösung hoch zu skalieren. Das Ergebnis ist ein Bild, das so aussieht, als wäre es in der höheren Auflösung gerendert worden, aber mit einem Bruchteil der benötigten Rechenleistung. Die KI-Modelle von DLSS werden in NVIDIAs Supercomputern trainiert. Sie werden mit hochauflösenden Bildern von Spielen gefüttert und lernen, wie ein hochauflösendes Bild aussehen sollte, basierend auf einem niedriger auflösenden Bild. 64 GB RAM. Glaubt, die Party kann beginnen. 2 TB Speicher. Ich verlinke euch alles, schaut in die Beschreibung. Das Geile ist, du hast 3 Jahre Garantie auf alle Teile drinnen, 3 Jahre auf die Arbeit. Bei NZXT sitzen Profis dahinter. Der größte Teil selber Gamer, PC-Gamer, und die machen einfach von Gamer für Gamer ihre Arbeit. Das Ganze wird in Deutschland für euch zusammengebaut. Innerhalb von 48 Stunden ist das Ding dann fertig und wird an euch verschickt. Und das ist für mich persönlich in Deutschland schnelle Zusammenbau und euch verschickt. So eine Arbeit, ich sag euch eins, ich bin ehrlich, ich würde es selber, ich habe die Geduld nicht dafür, ich würde das Kabelmanagement, alles was dazu gehört, nicht hinbekommen. Ich würde niemals selber so schön ein Rechner zusammenbauen. Und das feiere ich halt. Die machen echt gute Arbeit, deswegen crazy, Alter. Bin immer noch schockiert von dieser Schönheit. Und hier präsentiere ich euch das finale NZXT Setup. Wie ihr sehen könnt, hat der Rechner bereits seinen perfekten Platz eingenommen. Und schon können wir direkt nach dem Auspacken installieren und anschließend das Spielen beginnen. Mit dem Xbox Game Pass hast du Zugriff auf eine beeindruckende, stetig wachsende Sammlung von Spielen. Von Klassikern bis zu brandneuen Releases. Der Pass bietet für jeden etwas. Das Beste daran, kein langes Warten mehr, du tauchst direkt ins Spielgeschehen ein. Und schaut nur, Mikrofon, Monitor, Maus und sogar das Mauspad, alles harmonisch in Weiß, perfekt integriert in dieses stilvolle, minimalistische Setup.
Ich bin euch begeistert von diesem Aufbau. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was du davon hältst.